Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem Livestream zu Spellforce 3. Wir sind in Grauschanze, das ist so die erste große Stadt und wir schauen jetzt mal, was wir dort für Aufgaben haben. Nein, 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 das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht, keine Wattebäusche. Nochmal! Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Wenn es nicht passt mit der Lautstärke, sagt Bescheid, dann mache ich das Spiel ein bisschen lauter oder vielleicht sogar mich. Je nachdem. Und ihr seht schon, ich bin hier in einer kleinen Stadt. Hier ist alles Mögliche. Also hier sind irgendwelche Priester, die hier beten. Hier gibt's, ja, ihr seht es hier, eine richtige riesige Mauer. Und wir sind hier auch schon ein bisschen durchgelaufen. Manche Sachen konnte man looten. Und hier haben wir dann auch begonnen. Und jetzt geht's weiter. Und zwar haben wir eine große Quest, nämlich die Hauptquest hier, der Corporal. Meldet euch bei Lord Marschall Anger Arandir. Beim letzten Mal haben wir ein paar andere Quests erledigt. Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Zum Beispiel bei der, die da immer weiter rumschreit. Mit der haben wir auch schon gearbeitet. Wir sehen hier leider nicht die normalen Quests, kann man aber einschalten. Zeige vollendete Quests. Und dann kann man schon sehen, okay, ein paar haben wir schon erledigt. Aber eigentlich geht es jetzt um die aktive Quest. Nein, 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 das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht, keine Wattebäusche. Nochmal! Boah, ist die aggressiv. Der Corporal. The Tänzers Fehler, Isamu Tahar festzunehmen, resultierte in einem blutigen Krieg zwischen den Magiern und der Krone. 8 Jahre später hat der Krieg zwar sein Ende gefunden, doch es ist offenkundig, dass er sein Tribut von den Bewohnern der Eo gefordert hat. 1, 2, 1, 2, das ist es, Jungs. Weiter so. Leben wurden vernichtet, Freunde wurden zu Feinden. Ihr seid das verlorene Kind Isamus Tahar, des Verräters, und dient im Moment als Corporal in der Wolfsgarde, einer Eliteeinheit unter dem Kommando des schlachterprobten Generals Sentencia Noria. Also, ihr wisst Bescheid, den Rest könnt ihr jetzt noch lesen, wenn ihr das wollt. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Ich bin also der Sohn eines bösen Magiers, so kann ich sagen. Und hallo Lördnerf, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, dir auch schöne Feiertage. Jetzt kommt erstmal die ruhige und besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt auch alle ein bisschen Ruhe in der Zeit und kriegt schöne Geschenke. Nein, 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 nein. Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht. Keine Wattebäusche. Nochmal. Und jetzt machen wir erstmal weiter, weil die Frau stresst mich ein wenig da mit ihren Problemen. Ihr habt eure Ausrüstung zurückbekommen. General Noria und Lord Marschall Arandir brauchen euch in der Halle des Krieges. Geht durch den Grauen Turm in die Halle. Das machen wir jetzt. Dort geht's in den Grauen Turm. Und wir? Befehle? 1, 2, 1, 2, das ist es, Jungs. Weiter so. Sind die beiden hier, einmal der Garion Tahar und mein Freund hier Bertrand. Der ist ganz, ja, wie nennt sich das, stolz auf mich und hilft mir und ja, der glaubt noch an mich. Ah, schauen wir uns das mal an. Jetzt gehen wir in den Grauen Turm. Inmitten der Schanze ragt wie ein Steinriese, der es mit dem Himmel aufnehmen möchte, der graue Turm in die Höhe. Obgleich er nicht der höchste aller Türme ist, stellt er zweifellos den wichtigsten dar. Finden sich in ihm doch die Halle des Krieges und die Halle der Gerechtigkeit. Aha, dann schauen wir uns den mal von innen an. Das Monster sieht richtig cool aus hier im Hintergrund. Wenn ihr das jetzt gut gehört habt, ist alles wunderbar. Wenn nicht, dann sagt beim nächsten Mal einfach Bescheid, dass der Sound von den Sprachen ein bisschen lauter sein soll. Man kann hier jeden Sound leise und lauter stellen, auch wenn die Musik euch stresst oder nicht. Sagt's einfach im Chat, dann verändere ich das. Sag mal, Tahar, kann ich dich was fragen? Was? All das hier, die Armee, die Wolfsgarde, dein Dienst für die Krone. Ich weiß nicht. Erfüllt es dich eigentlich? Was genau meinst du? Es ist nur... Ach, egal. Vergiss es. Nicht so wichtig. Na gut. Ja, man kann richtig schön nah dran. Leider kann man nicht mehr in Ego-Perspektive spielen. Das ging noch bei Spellforce 2 und 1. Aber ich glaube, dieses Isometrische und so ist auch okay. Und dadurch, dass man so nah dran kann, kann man doch ganz gut die ganzen NPCs erkennen.
Sie sind bereit. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier ist noch alles düster. Oh, eine Truhe. Ich sehe schon wieder eine Truhe. Hoffentlich können wir noch looten, bevor es irgendwie von der Quest her weitergeht. Aha. Zwei Truhen sogar. Yay! Sowas magisch. Interessant. Was haben wir denn da Schönes? Ein Trank, die großen Adelshäuser, ein Dokument. Kann man einfach nur lesen, wenn es einen interessiert. Na, sieh mal einer an. So, und dann hier noch. Noch ein Dokument. Notizen eines Magiers. Vorstellungsvermögen. Eine kurze Abhandlung über die Fragen, welche Qualität man haben muss, um ein großer Magier zu sein. So, und wenn wir jetzt ins Inventory gucken, kann man wirklich auch diese Texte, na, diese Notiz des Magiers, lesen. Also könnte man sich wirklich auch damit beschäftigen und diese Nebensächlichkeiten mitkriegen. Also, wir lesen das jetzt nicht vor, außer ihr wollt das alles vorgelesen haben, aber ich glaube, wenn ich das einfach mal anklicke hier und ihr dann mal kurz auf Pause drückt, das dürfte reichen, wenn es euch wirklich interessiert. Oh ja, es ist wirklich viel Text hier. Der lächelnde Dieb am Parketttisch. Obgleich er über die Witze des Gastgebers lacht, bedient er sich am Tafelsilber. Oh Mann, was für ein Riesentext. Da sind hier verschiedene Häuser, die Adelshäuser erklärt. So, ich kenne im Moment noch gar kein Haus. Bis ich die alle von Elder Scrolls kannte, habe ich schon lange gebraucht. Jetzt gibt es ja auch noch so viele Häuser. Na toll. Man muss sich mit jedem Spiel so tief beschäftigen. Okay. Aber man kann die Sachen auch verkaufen, wenn man es dann gelesen hat. Leider gibt es kein Glossar, wo die dann die ganze Zeit drin stehen, diese Texte. Also man sieht nur die Einheiten und so. Die kann man nochmal nachlesen. Und auch die Quests, aber leider nicht die Texte, die man findet. Also wenn die verkauft sind, sind sie dann auch weg. Okay. Weiter geht's. Wir haben hier eine mit einer Sprechblase. Gehen wir doch mal zu dem. Was ist? Schickt euch der Lord Marschall? Nein. Was zum Geier wollt ihr dann von mir? Ich habe zu tun. Kommt, Aha. Lassen wir ihn in Frieden. Okay, der will nicht mit uns reden. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir schön erkunden die Karte. Man kann ja nie wissen, wofür wir noch die Heiltränke alle brauchen. Dann mal los. Bereit? Du klingst nervös. Nervös? Nein, ich... Ach, vergiss es. Okay. Und die Halle des Krieges. Ach, das ist jetzt aber... In der Halle des Krieges wird nicht nur der größte Teil der politischen Entscheidungen Northanders getroffen, sondern sie ist auch der Ort, an dem man Boten und Diplomaten anderer Mächte in Grauschanze empfängt. Der Grund dafür erschließt sich dem Besucher sofort, ist er erst einmal über die marmornen Fußböden und durch die vergoldeten Torbögen geschritten und hat er sich erst einmal den Augen der vielen Statuen ausgesetzt, die jene riesigen Hallen schmücken. Ja, viele Ladebildschirme, aber solange sie schön erklärt werden, die Sachen, wo man da landet, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das werde ich natürlich skippen, wenn man es einmal gehört hat. Brauchen wir uns das jetzt nicht jedes Mal anzuhören, wenn wir wieder die Gebiete wechseln oder so. Und jetzt sind wir da. Besprecht mit Lord Marschall Arandir und General Noria die Lage. Was gibt's denn gerade für eine Lage? Wo sind sie denn überhaupt? Schicke Halle. Ja. Nicht schlecht. Da haben wir auch schon wieder was, was wir looten können. Wow. Ich sagte wegtreten. Aber alles, was wir brauchen, ist mehr Zeit. Glaubt mir, wir stehen kurz davor, ein Heilmittel zu finden und... Ihr hattet eure Zeit. Und was habt ihr erreicht? Nichts. Während wir sprechen, sterben Menschen. Und wenn wir diese Seuche nicht in den Griff bekommen, könnte Graufurt als nächstes kommen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Sobald wir ein Heilmittel gefunden haben, werden wir es verwenden. Aber momentan ist das der einzige Weg. Ich verstehe. Vergebt mir mein Versagen. Wegtreten. Das war gerade eben der, den wir eigentlich angesprochen hatten. Da wollte er nicht mit uns reden. Und da das nächste Buch. Die Schlacht an der Steinbucht. Wieder ein bisschen Geld. Und wieder ganz kurz reinschauen. Denkt man an das Militär Northanders, ist man eher geneigt, die Schlagkraft ihrer Armeen zu sehen, als die ihrer Marine. Hier also auch wieder viel Text.
Auch hier wieder gleiche Information. Ich zeige den Text und ihr drückt auf Pause, wenn ihr ihn lesen wollt. Die Marine Notandos war in der Unterzahl. Mhm. Und auf einen Angriff schlecht vorbereitet. Weiß man Bescheid. Sehr schön. Wieder ein Buch mehr. Ja, wie spielt ihr eigentlich solche Spiele? Lest ihr das alles, auch bei Elder Scrolls oder so? Lest ihr die ganzen Nebentexte? Seid ihr voll in der Story dann am Aufgehen sozusagen? Also wollt ihr alles mitbekommen oder klickt ihr euch durch? Hauptsache es geht zum Kämpfen. Interessant. Lord Marschall Arandir, General Noria, ihr wolltet uns sprechen? Richtig. Sentencer? Ja, was weißt du über den Blutbrand? Ich bin mir nicht sicher, wovon ihr sprecht, Herr. Dann hat unsere Geheimhaltungsstrategie ausnahmsweise mal funktioniert. Sehr gut. Der Blutbrand ist eine Seuche, von der wir vor mehr als 3 Monaten das erste Mal gehört haben. Seit fast einem Mond sucht fast jeder fähige Alchemist Graufurz und Immerlichts nach einem Heilmittel. Und es gehen Gerüchte um, dass sogar die Elfen, die Zwerge und die Grünhäute davon betroffen sind. Das Problem ist, dass wir noch meilenweit von einer Lösung entfernt sind. Und erst neulich gab es einen heftigen Ausbruch in einem Dorf in der Nähe von Graufurt, Lianon. Mhm. Ich vermute, der Blutbrand ist tödlich. Und ich schätze, dieser Blutbrand ist tödlich? Absolut tödlich. Er ist die gefährlichste Seuche, die Eo seit dem roten Fieber heimgesucht hat. Er verseucht das Blut eines Menschen. Daher der Name. Erst tritt leichtes Fieber auf und etwas Übelkeit. Und eine Woche später beginnt das Opfer aus Mund und Augen zu bluten. Keinerlei Arznei oder Lichtmagie schlägt an. Und sobald die Blutungen auftreten, geht es schnell. Das Blut vermischt sich mit Eiter und bildet auf der Haut des Kranken Beulen, die irgendwann aufplatzen. Die Schmerzen sind unerträglich und oft tödlich. Aber egal, was passiert, über kurz oder lang blutet das Opfer aus, wie ein abgestochenes Schwein. Tiaras Atem. Ja. Das war eine blumige Erklärung, sehr schön. Ziemlich blutig das Ganze. Wodurch wird er verursacht? Ich verstehe. Wie verbreitet der Blutbrand sich? Nun, das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Manches lässt vermuten, dass er ansteckend ist. Anderes hingegen, dass er aus dem Nichts auftritt. Aus dem Nichts? Naja, fast. Diejenigen, die dieser Theorie folgen, behaupten, dass es ein Muster gibt. Aber es klingt lächerlich, es laut auszusprechen. Einige derer, die die Ausbrüche überlebt haben, berichteten von Geräuschen, die mit der Infektion einhergingen. Seltsamen Geräuschen. Geräusche? Was soll man sich darunter vorstellen? Hier gehen die Berichte auseinander. Aber einige sprachen sogar davon, eine Art Stimme gehört zu haben. Schwachsinn, wenn ihr mich fragt. Aber dennoch könnte es bedeuten, dass wir es hier mit etwas anderem als einer einfachen Krankheit zu tun haben. Ein Fluch. Fluch? Nein. Wenn überhaupt eine Art magische Anomalie. Aber wie dem auch sei, ich habe euch nicht gerufen, damit wir gemeinsam über das Infektionsmuster fantasieren. Ihr seid hier, weil die Wolfsgarde bald zu einer Mission aufbrechen wird. Sentencer? Kurz gesagt, wir müssen einen Weg finden, den Ausbruch in diesem Dorf, Lianon, einzudämmen. Sollte der Blutbrand Graufurt erreichen, werden wir es mit einer Katastrophe zu tun haben, die Magierkriege wie einen harmlosen Zank unter Kindern aussehen lassen wird. Wir werden also zusammen mit einer kleinen Division Soldaten nach Lianon reisen, um einen Eindruck von der Situation zu gewinnen und herauszufinden, was wir unternehmen können, um ihn einzudämmen. Ah ja, das hört sich doch mal interessant an. Wir gucken uns ein kleines Dörfchen an. Wie sollen wir ihn eindämmen? Verstehe. Aber wenn es kein Heilmittel gibt, wie sollen wir ihn eindämmen? Das werden wir sehen. Aha, okay, das werden wir sehen. Und warum ich? Warum schickt ihr mich? Was ist das für eine Frage? Du bist ein Mitglied der Wolfsgarde und du hast einen Befehl erhalten. Ende der Geschichte. Na, das ist mal eine klare Ansage. Hey, man kann sogar die Krüge auf dem Tisch erkennen. Ist schon schön, die Grafik eigentlich. Vielleicht machen sie irgendwann mal einen Ego-Perspektiven-Patch rein und dann kann man auch bis reinzoomen. Wie können wir uns schützen? Wenn der Blutbrand tödlich ist, wie können wir uns davor schützen? Noch einmal. Wir haben noch nicht genau verstanden, nach welchem Muster der Blutbrand sich verbreitet. Es kann also sein, dass überhaupt keine Gefahr für uns besteht.
Aber um auf Nummer sicher zu gehen, haben unsere Alchemisten einen Trank zubereitet, der uns vor der Infektion schützen sollte. Sollte? Sollte? Bei den Spähern hat er funktioniert. Und wir müssen das Risiko eingehen. Verstehe. Wann kann es losgehen? Morgen bei Sonnenaufgang. Packt einfach eure Sachen und holt euch eure Getränke unten beim Alchemisten. Er ist Albertus de Reims. Dann trefft mich beim Tor der Schanze, wenn ihr soweit seid. Gibt es sonst noch etwas, Lord Marschall Arandir? Nein. Löst einfach das Problem. Zu Befehl. Jawohl. Und schon haben wir eine neue Quest. Sehr schön. Und dann gibt's hier, erreicht Lianon, der Ursprung der Krankheit. Holt euch die Widerstandskrafttränke, geht zum Grauen Turm. Was? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Der will nicht mehr mit uns reden. Und den können wir auch nicht mitnehmen. Okay, wir bleiben erstmal zu zweit. Was ist das? Ja, genau. Wir können uns jetzt wieder hier ein bisschen umschauen. Wir sollen zum Grauen Turm. Hier gibt es noch eine Übersichtskarte mit M. Da sieht man einfach nochmal alles ein bisschen übersichtlicher. Die ganz kleinen blauen Punkte, das bin ich. Boah, ganz schön schwierig zu erkennen. Kann man die nicht noch ein bisschen größer machen? Ne, wie es aussieht, nicht, ne? Zeige Ressourcen, zeige Sektor, Gebäude. Okay. Jo, irgendwo hier müssten wir jetzt die Tränke finden. Im Grauen Turm. Inmitten der Schanze ragt wie ein Steinriese, der es mit dem Himmel aufnehmen. So, und diesmal haben wir uns das nicht zu Ende angehört, hatten wir eben schon mal gehört. Okay. Und jetzt spricht er wohl auch mit uns hier, der Arzt. Der war ja hier irgendwo. Da ist er. Jawohl, jetzt können wir mit ihm reden. Seid ihr Albertus de Reims? Kommt ganz drauf an, wer fragt. Korporal Karpell und Korporal Tahar, Wolfsgarde. Ihr sollt uns eine Arznei geben, die vor dem Blutbrand schützt. Ah, richtig. Hier, das sind eure Tränke. Nehmt davon jeweils 2 Schluck, bevor ihr eine verseuchte Gegend betretet. Die Wirkung hält um die 7 Stunden an. Und das funktioniert? Natürlich funktioniert es. Seid einfach nur vorsichtig mit der Dosis. Zu viel davon könnte tödliche Nebenwirkungen haben. Sonst noch was? Ansonsten entschuldigt mich bitte. Ich habe zu tun. Nein, hab Dank. Oh, ich hoffe, das ist nicht so wie in... was war es? Far Cry 2 oder so. In diesem ägyptischen, afrikanischen Far Cry, wo man die ganze Zeit gegen Malaria dieses Zeug trinken musste. Auf sowas habe ich gar keinen Bock, immer darauf zu achten, ob ich den richtigen Buff drauf habe oder sowas. Ja, das ist mal schön im Kampf. Aber jetzt, um vor diesem Brand sich zu schützen, muss das nicht unbedingt sein. Die ganze Zeit darauf zu achten, wäre nicht so toll. So, und wir sollen raus, einfach nur. Das kriegen wir hin. Keine Stadt in Iskander erweckt derart viel Ehrfurcht, wie es Graufurt und ihre Schanze, der Wohnsitz der Krone, tun. So, da sind wir. Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Jetzt fängt die schon wieder an, darum zu brüllen. Schlimm. Verlasst Grauschanze auf, Schanze auf nach Lianon. Trefft euch mit Setenze außerhalb von Grauschanze. Ja, das müsste ja da das Ausrufezeichen sein hier unten. Ich habe da jetzt einfach mal rechts geklickt. Die laufen schon mal los. Nein, das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht. Keine Wattebäusche. Nochmal. Die Feldwebel-Emse, die habe ich schon gefressen, du. Die stresst ja nur rum. Ah ja, hier waren wir noch nicht. Jetzt gehen wir wirklich wohin, wo wir noch nicht waren. Die Map erweitert sich unten. Sehr schön, die Minimap. Müssen wir so ein bisschen gucken, dass... Da. Na, sieh mal einer an. Da gibt's noch was zu looten. Wie kommen wir da hoch? Okay, kleiner Umweg. Muss auch mal sein. Also so ist ja schon cool, wie nah man rankommt. Da muss jetzt was Tolles drin sein. Ein neues Schild. Kondition 5 haben wir nicht. Und einen Heiltrank kann man immer gebrauchen. Hier oben stehen sogar Wachen rum. Also die Stadt haben sie schon schick gemacht, muss man sagen. Ich freue mich schon auf mein erstes Dorf, das ich jetzt gleich aufbauen darf.
im Tutorial war es ja nur so eine kleine Kaserne und so. Und ein bisschen Holz hacken, das war jetzt noch nicht so besonders. Hui. Es werde Licht. Wir sind so kräftig am Trainieren. Und da ist der General. Mega heftig General. Interessant. Da seid ihr ja. Bereit? Ja, eigentlich schon. Lass uns aufbrechen. Bereit. Gut, dann holt die anderen. Wir haben eine lange Reise vor uns. Sag mal, Taha, bilde ich mir das ein oder hat der General sich verändert? Wie meinst du das? Naja, als ich mich der Wolfsgarde angeschlossen habe, war er irgendwie anders, irgendwie idealistischer. Aber jetzt? Ich weiß nicht. Naja, der Krieg hat... Tja, das Gespräch haben wir jetzt nicht ganz mitbekommen, aber irgendwie scheint er nicht mehr so gut drauf zu sein, der General. Die Weltkarte ist dazu da, die Reisen von Region zu erleichtern. Ihr könnt zu jedem Zeitpunkt im Spiel zur Weltkarte wechseln, solange ihr nicht gerade eine aktive RTS-Basis kontrolliert. RTS? Keine Ahnung. Beim Verlassen der Karte wird der aktuelle Stand eurer Quest gespeichert und kann bei eurer Rückkehr fortgesetzt werden. Auch das ist ja schön. Und hier haben wir sie, die Weltkarte. Aha, das ist Grauschanze, Lianon. Und da waren wir im Prolog. Das ist ja mal nice gemacht. Die Weltkarte kann dazu verwendet werden, um von Region zu reisen. Sofern ihr nicht gerade aktive RTS... RTS weiß ich nicht, was das für eine Abkürzung ist. Role Playing? Ne, irgendwie sowas. Oder eine Videosequenz abspielt. Öffnen könnt ihr die Weltkarte, indem ihr einfach auf den kleinen Globus in der rechten oberen Ecke beim Verlassen der Karte wird die aktuelle Stand der Quest gespeichert. Schön. So, dann haben wir hier noch Gruppen- und Fraktionsauswahlbildschirm. Bevor ihr zu einer Mission aufbrecht, könnt ihr hier auswählen, welche Gefährten ihr mit euch nehmt und welche Fraktion euch auf dem Schlachtfeld unterstützen wird. Manche Missionen können nur mit bestimmten Fraktionen gespielt werden. Es kann einen geringfügigen Einfluss auf den Verlauf des Plots nehmen, welche Gefährten oder welche Fraktion ihr wählt. So wählt also weise. Na ja gut, geringfügig ist ja in Ordnung. Was eine schöne Weltkarte. Gucken wir doch mal, was es hier alles gibt. Wie groß sie denn jetzt so ist. Oh ja. Das sind ja ein paar Meterchen. Viele Berge. Da ist irgendeine... Nö, ist auch nur Berg. Wie weit runter geht's noch? Wow. Da ist ein Dörfchen am Wasser. Sehr schön, noch ein Dörfchen. Ganz viele Dörfer. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier einiges demnächst erledigen. Wow. Da haben wir eine richtige Burg. Noch eine richtige Stadt hier am Wasser. Sieht auch schön aus. Leuchtturm. Noch irgendeine Burg, eine Ruine oder sowas. Mitten in den Bergen hier noch irgendein Gehöft. Sehr hübsch, muss man sagen. Viele Bereiche, die interessant werden könnten. Und hier waren wir im Prolog unterwegs. Und auch hier, wo wir jetzt bei Lianon sind, ist auch eine richtig coole Burg. Na dann, wollen wir mal hier loslegen. Grüne Auen, soweit das Auge reicht. Fruchtbarer Ackerboden, Seen und Flüsse reich an Fisch. Das Volk von Lianon, einem kleinen Dorf im Weideland Leonidas, hat lange Zeit ein friedliches Leben geführt. Das ist nun vorbei. Es geht das Gerücht, die Ortschaft sei von Blutbrand betroffen. Eure Aufgabe ist es, den Wahrheitsgehalt dieses Berichts zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Den Ursprung der Krankheit rausfinden, das machen wir gerne. Da ist auch noch ein Steinbruch oder sowas. Echt schöne Locations, da oben ist auch noch was. Nicht schlecht. Und jetzt wählt euren Helden. Ja klar, ich muss auf jeden Fall mit. Ich finde Bertrand eigentlich ganz nett. Oh. Für die Krone! Da sind ja nur die vier, also nehme ich auch alle vier mit. Macht ja Sinn, ne? Grüne Auen, soweit das Auge reicht. Fruchtbarer Ackerboden, Seen und Flüsse. Reich an Fisch. Das Volk von Lianon, einem kleinen Dorf im Weideland Leonidas, hatte lange Zeit ein friedliches Leben geführt. Das ist nun vorbei.
Es geht das Gerücht, die Ortschaft sei vom Blutbrand betroffen. Eure Aufgabe ist es, den Wahrheitsgehalt dieser Berichte zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Ja, Lötnev sagt es, die Bücher lese ich nicht, aber die Questgeber lasse ich aus Höflichkeit ausreden. Ja, genau so mache ich es auch. Ich höre mir gerne an, was die alle so erzählen. Man muss sich ja immer vorstellen, da haben ja Leute in Englisch gesprochen, dann haben die das Ganze gescriptet, dann haben sie es in einem deutschen Synchronstudio übersetzt und dann auch nochmal auf Deutsch eingesprochen. Also da haben ja richtig viele Leute dran gearbeitet, dass so ein NPC einfach vor sich hin quatscht. Von daher, das höre ich mir immer gerne an. Aber dass da irgendein Autor die ganzen Seiten verfasst, die ganzen Bücher verfasst, boah, da muss die Story in dem Buch schon was ganz Besonderes sein. Dann lese ich mir die auch durch, wie in Elder Scrolls, da gibt es die Agonische Maid. Das ist ganz lustig, aber ich lese mir auch nicht jedes einzelne Buch durch. Und jetzt, Lianon, was ist der Blutbrand? Ich sage ja nur, dass ich einfach nicht verstehe, warum sich Leute immer so verhalten. Ich meine, ich... Ruhe, wir sind da. Das ist Lianon? Sieht eigentlich ziemlich idyllisch aus. Noch. Was ist mit unseren Truppen? Sollen wir warten, bis sie aufschließen? Nein. Unser primäres Missionsziel ist es, die Lage zu beurteilen. Wie schlimm steht es um das Dorf und wie viele sind infiziert? Und wenn wir das herausgefunden haben, handeln wir entsprechend. Das heißt? Wir werden sehen. Das heißt, wir werden sehen. Okay. Was braucht ihr? Jetzt haben wir 4 Leute. Schöne Gruppe und wir haben hier noch eine Belohnung. Da können wir uns noch was Schickes aussuchen. Ich suche mir als Magier natürlich irgendwas aus. Nee, leider kann man keine magische Sache nehmen. Jo, dann nehme ich doch einfach mal hier einen Bogen. Bogen ist immer auch Fernkampf, das passt. So, und jetzt geht's mal weiter. Da oben ist die Weltkarte. Können wir jetzt nicht hin. Und da ist eine Ruine. Na, sieh mal einer an. Ein alter Verschlag, höchstwahrscheinlich eine Jagdhütte, von innen dringt ein fauliger Gestank nach außen. Ah, schauen wir uns das mal an. Ich habe nie die Ahnung, ob ich das jetzt genauer angucken kann, weil irgendwas scheint da drin zu sein. Ihr habt es ja gehört, fauliger Gestank, aber man kann nicht wirklich rein. So, und dann gibt es hier noch Fertigkeitspunkte zu vergeben. Die Leute, die ich hier mitnehme, die haben noch was zu... lernen. Erhöht maximale Gesundheit. Geben wir dem mal. So. Und Anselm. Der Anselm kriegt noch erhöht Fokus. Nee. Muss mal gucken, was gerade schön ist. Erhöht die Gesundheit. Können wir nicht nochmal verbessern. Geben wir dem noch. Erhöht die Blockchance bei der Nutzung von Schilden. So. Dann kriegt der auf jeden Fall Schilder. Und jetzt kann man die auch nochmal hier so durchklicken und sagen, okay, was kriegt denn jetzt jeder Einzelne angezogen? Hab ich irgendwas noch? Einen besseren Stab hier? 10,71, ne. Schlechter geschwärzter Stab und schlechter Flammenstab. Also ich kann mich nicht groß verbessern. So, dann haben wir hier Bertrand. Der könnte jetzt ausgerüstet Langbogen 2,57. Und hier, der hat 4,71. Zack. Bertrand ist schon mal besser drauf jetzt. So, der Tänzer kann man nicht verändern im General. Aber hier Anselm können wir noch verändern. Hier haben wir eine schwere Rüstung. Kondition 7, 14, ist auf jeden Fall besser. So. Und das Schild. 12%. Moment, rostiger Streitkolben. Mandelschild, jetzt haben wir es. Ach, beides das gleiche Schild. Und von den Waffen her hat er einen rostigen Streitkolben, 4,62. Ich habe hier ein Flammenschwert, das ist aber zweihändig. Das hier ist 3,27, das ist schlechter. 3,95 ist schlechter. Okay, macht alles keinen Sinn, braucht er nicht. Obwohl, hier haben wir noch Blockchance 16%. Ja, das ist besser, auch wenn es nicht so gut aussieht. So, jetzt haben wir eine höhere Blockchance. Wunderbar. Dann gehen wir doch mal auf die Spinnen los. Ihr Befehl. Habe ich jetzt gar keinen Heiler dabei?
Sieht so aus, als würde mir jetzt ein Heiler fehlen in der Gruppe, ne? Feuerball. Der heilt auch nicht. Boah, da kann keiner von heilen. Wie heftig ist das denn? Naja. Müssen wir die Tränke benutzen, die ganzen Heiltränke.